So, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Wenn du eine Kurzsichtigkeit hast oder dir vielleicht die Frage gestellt hast, was du für eine Sichtschwäche hast, dann bist du hier auf diesem Kanal genau richtig, denn ich möchte mit dir heute mal die Kurzsichtigkeit genauer erläutern, was das genau ist, wie sie funktioniert, wie man sie vielleicht auch schnell und effektiv loswerden kann, ob das überhaupt geht und wie es geht. Das möchte ich dir alles heute in diesem Video verraten. Deswegen abonniere auch gerne den Kanal, gib auch gerne einen Daumen nach oben schon mal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und heute, wie gesagt, möchten wir uns mit dem Thema Kurzsichtigkeit mal genauer befassen, denn tatsächlich ist das die weltweit gesehen die verbreiteste Sehschwäche, die wir so haben können, ja. Wie der Name schon vermuten lässt, kurzsichtig, also alles im Nahbereich, können wir noch einigermaßen gut erkennen. Alles, was weit entfernt ist, also in der Ferne, ja, können wir nicht mehr erkennen. Das genaue Gegenteil wäre übrigens dann Weitsichtigkeit. Also wenn du weitsichtig bist, kannst du in der Ferne super erkennen, aber alles in der Nähe eher unscharf. Und wir versuchen jetzt in dem heutigen Video die Kurzsichtigkeit zu verbessern. Also sprich, dass wir unseren Fernpunkt immer weiter in die Ferne zu verlagern. Eben, dass wir ihn nicht nur hier scharf sehen können, sondern auch da hinten, wo wir zum Beispiel aus dem Fenster gucken können, ja. Und um das Ganze einfach mal zu erklären, wie so eine Kurzsichtigkeit überhaupt entsteht, habe ich dazu gerne mal ein Modell vorbereitet. Dazu habe ich jetzt mir einfach mal hier mein wunderbares Auge geschnappt. Dieses Modell zeigt das nämlich sehr, sehr gut. Wir haben nämlich hier verschiedene Augenmuskeln. Ja, das ist dieses rote hier. Wir haben davon 6 Stück insgesamt an der Zahl. Also man sieht es, hier oben haben wir einen, hier an der Seite und unten. Und dann haben wir noch quasi hier oben und unten so einen längs einen Muskel. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wir wollen einmal nach links und nach rechts gucken, nach oben noch und nach unten. Und natürlich, wenn unsere Augen, wenn man die wirklich mal im Spiegel beispielsweise beobachtet, können die sich auch teilweise so ein bisschen mitbewegen. Also wenn du den Kopf ein bisschen neigst, bleibt der Augapfel quasi gerade. Ja? Kann man natürlich in diesem Modell jetzt nicht genauer zeigen. Aber das sind nicht unsere einzigen Augenmuskeln, denn in unserem Auge, und das blende ich dir hier auch nochmal ein, ist unser Ziliarmuskel. Und dieser Ziliarmuskel ist bei der Kurzsichtigkeit die ganze Zeit angespannt. Ja? Also er spricht, er ist dauerangespannt. Und daran angehangen, dieses grüne kleinere, das sind die Zonulafasern, ja, und die sind dafür verantwortlich, diese Linse einfach zu verändern. Also sie können sie flach stellen oder auch kreisförmig lassen. Und das ist der Grund, warum wir in die Ferne gucken können oder eben in die Nähe. Ja. Und du musst dir vorstellen, bei einer Kurzsichtigkeit, wir sind die ganze Zeit hier viel im Nahbereich beschäftigt. Auch jetzt gerade, wo du dieses Video hier siehst, du schaust es wahrscheinlich auch am Handy, dann wirst du das gerade im Nahbereich sehen. Die wenigsten halten das weit genug entfernt von ihrem Gesicht, sondern sie sind immer näher dran, als es eigentlich notwendig ist. Und dadurch sind wir eben, wie gesagt, die ganze Zeit im Nahbereich eben angespannt. Und unsere Augen haben einfach diese Augenmuskeln und die müssen wir jetzt aktiv ansprechen. Das machen wir gleich mit Übungen, damit wir eben durch diese Wechselwirkung wieder besser sehen können. Denn du weißt ja, wenn wir in die Ferne gucken, ist unser Ziliarmuskel wieder entspannt und unsere Zonulafasern sind dann angespannt. Ja, also die verlängern sich ja dann. Und dadurch können wir in die Ferne gucken. Und wir machen uns jetzt diese Wechselwirkung einfach zunutze, indem wir einfach häufig in die Ferne gucken. Auch wenn wir im ersten Schritt nichts erkennen, das ist überhaupt kein Problem, weil unser Auge muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, in die Ferne zu gucken. Das ist völlig natürlich. Und im ersten Schritt ist es, wie gesagt, überhaupt nicht wichtig, in der Ferne was zu erkennen. Wir wollen unser Auge erstmal darauf fokussieren oder konzentrieren, okay, wir nutzen jetzt auch wieder alle Muskelgruppen, wir entspannen dadurch aber auch einzelne Muskelgruppen, den Ziliarmuskel, damit wir dadurch durch diese Entspannung einfach wieder mehr Ruhe reinkriegen, mehr Energie reinkriegen, weil du kannst dir vorstellen, die ganze Zeit dein Muskel angespannt ist, ja, die ganze Zeit ist dein Bizeps angespannt, irgendwann übersäuert er und dadurch haben wir dann nicht mehr Kraft irgendwann, sondern wir sind einfach überanstrengt und dadurch nimmt unsere Kraft einfach sozusagen ab. Und ich möchte jetzt hier verschiedene Methoden auch nochmal vorstellen, wie du ganz gezielt deine Sehkraft verbessern kannst. Denn es gibt dann natürlich auch wieder Abstufungen in Höhe von der Dioptrienzahl. Also beispielsweise, wenn du jetzt mal deinen Daumen nimmst und den einfach mal ausstreckst, vielleicht hier vorne siehst du ihn vielleicht noch gestochen scharf. Und je näher du in die Ferne gehst, desto unschärfer wird das. Dann weißt du, okay, da hast du beispielsweise schon eine sehr hohe Sehschwäche. Wenn du beispielsweise deinen Arm komplett ausstrecken kannst und trotzdem noch deine Daumenspitze hervorragend sehen kannst, hast du eine sehr geringe Kurzsichtigkeit und alles darüber hinaus siehst du vielleicht ein bisschen unscharf. Und natürlich kriegst du eine geringere, leichtere Sehschwäche deutlich schneller verbessert als eine hohe. Ja? Denn du brauchst einfach für diese hohe Sehschwäche einfach eine längere Zeit, um wieder diese Distanz hinzubekommen. Aber trotzdem kriegst du auch bei einer höheren Sehschwäche tatsächlich sehr, sehr schnelle, gute Fortschritte. Und ich möchte jetzt verraten, wie ich meine Kurzsichtigkeit, die ich hatte, ganz schnell in den Griff bekommen habe. Dazu nehme ich jetzt mir hier einer meiner Lieblings-Sehtafeln. Diese Sehtafel findest du im Übrigen auch unterhalb des Videos, habe ich dir einmal verlinkt. Dort kannst du dir die Sehtafeln sichern, die schicke ich dir gerne zu.
Und diese Seetafel kennst du wahrscheinlich schon mal vom Optiker oder sowas in der Richtung, hast du schon mal gesehen. Es gibt auch sowas mit Kreisen, die haben dann in eine Richtung eine Öffnung. Beispielsweise haben sie hier oben eine Öffnung oder hier an der Seite. Ja, die sind sogenannte Landolt-Ringe. Auch die Seetafel kann ich dir kostenlos zur Verfügung stellen. Wie gesagt, dazu einfach mal unterhalb des Videos gucken. Und wie gesagt, mit dieser Seetafel oder irgendwie diesen Landolt-Ringen funktioniert es genauso gut. Du hast, wie gesagt, von oben etwas größere Buchstaben oder Kreise und es geht nach unten hin immer kleiner, bis es hier unten vielleicht irgendwann ziemlich schwierig wird, das scharf zu erkennen. Und wir nutzen genau diese Seetafel hier aus 3 Meter Entfernung. So testet man, wie gut sind seine Augen. Ziel sollte sein, dass du aus 3 Meter Entfernung tatsächlich auf diese Zeile hier, auf diese 20-20 Zeile kommst. Das hier diese über den roten Streifen. Tatsächlich kannst du dich hier in diesem Bereich auch aufhalten. Beispielsweise hier in diesem Bereich hast du zwar keine hundertprozentige scharfe Sehkraft, aber das würde beispielsweise reichen, um deinen Führerscheintest zu bestehen. Ja, nur mal so als Beispiel, dass du in diesem Bereich noch ziemlich gut bist. Alles, was du aus 3 Metern nicht erkennen kannst, in dem Bereich hier, das wird dann schon langsam schwieriger. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Sehschwächen. Du kannst aber eigentlich mit jeder Sehschwäche auch mit dieser Sehtafel hier deine Sehkraft verbessern. Es gibt natürlich hier und da noch kleine Nuancen, was du unterscheiden kannst. Es gibt natürlich auch noch speziellere Übungen bei einer höheren Sehschwäche. Aber diese Sehtafel hilft tatsächlich in den allermeisten Fällen sehr gut, ja. So, und jetzt möchte ich dir einmal zeigen, wie man mit dieser Seetafel seine Sehkraft auch wirklich verbessern kann. Natürlich fangen wir immer erstmal von oben an. Am besten, wie gesagt, aus 3 Metern. Wenn es aus 3 Metern schwierig wird, dass du vielleicht die zweite Zeile schon unscharf siehst, dann machst du das, wie gesagt, einfach aus einem Schritt näher, also beispielsweise aus 2 oder zur Not auch aus 1 Meter in Entfernung und arbeitest dich dann langsam runter und gehst dann, wie gesagt, einen Schritt nach hinten, um dann wieder weiter oben von der Zeile anzufangen. Ja? Ich möchte die Technik ganz kurz mal erklären. Es gibt da, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kannst du, wie gesagt, mit deinen Augen über diese Zeile hier gleiten, ja, gehst natürlich dann wieder eins tiefer, guckst kurz weg, versuchst deine Augen zu entspannen, machst sie vielleicht auch kurz zu, machst vielleicht auch das Palmieren, das habe ich dir auch schon mal in einem Video vorgestellt. Dazu schließt du einfach deine Augen, reibst deine Hände aneinander und schließt sie, legst deine warmen Hände auf deine Augen und versuchst sie so zu entspannen. Und dann kannst du auch wieder auf diese Zeile hier gucken und schauen, ob sich diese Zeile verbessert hat. Und so gehst du quasi Schritt für Schritt vor, du versuchst immer über diese Zeile hier zu schwingen. Und dazu kannst du, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, und dazu gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und ich möchte jetzt mal kurz zeigen, wie ich das immer ganz gerne gemacht habe. Denn zum einen kannst du natürlich deine Augen von links nach rechts immer zu bewegen, aber dadurch, dass du, sag ich mal, bei einer Seetafel quasi nicht den Maximum Reiz hast, sozusagen, dass du wirklich bis am äußersten Rand gehst, bewege ich tatsächlich häufig einfach meinen Kopf. Also ich schüttel quasi meinen Kopf, ja, also ich gucke auf einen Punkt, versuche währenddessen über diese Zeile zu gleiten und dann meinen Kopf ein bisschen zu bewegen. Und dadurch bin ich total im Grenzbereich auch unterwegs und ich merke, dass meine Sehkraft sich dort einfach aktiv verbessert. Und so kann ich mich wirklich Stück für Stück nach unten weiterhin verbessern. Das dauert natürlich je nach Zeile zwischen 2 und 3 Minuten, ja, und man sollte am Tag, wenn man zum Beispiel relativ weit oben ist, nicht versuchen, die ganze Seetafel mit einmal abzuarbeiten, ja, sondern das soll wirklich immer, du machst eine Übung, maximal 5 Minuten, also sind das vielleicht 2, maximal 3 Zeilen, die du dich verbesserst, und wenn du dann diesen Prozess geschafft hast und regelmäßig wiederholst, musst du natürlich wieder den darüber wieder scharf erkennen, und dann kannst du dich wieder Stück für Stück nach unten vorarbeiten, bis du entsprechend auf diese sogenannte 20-20-Zeile hier unten angekommen bist, ja? Und so kannst du, wie gesagt, ganz schnell und effektiv deine Sehkraft mit dieser Seetafel verbessern. Aber, und das habe ich dir ja auch gerade eben schon erzählt, es gibt natürlich auch noch unser Zielermuskel. Das kannst du beispielsweise ganz passiv machen, indem du einfach mal, wenn du beispielsweise spazieren bist, einfach mal in die Ferne guckst oder indem du einfach deinen Daumen nimmst, auf den Daumen guckst und mal in die Ferne schaust, auch da egal, ob du was siehst oder nicht, und wechselst wieder auf deinen Daumen. Durch diesen Wechsel, ja, schaffst du es auch immer wieder, dein Sehen scharf zu stellen, und das hilft dir auch bei der Kurzsichtigkeit, um dein Sehen zu verbessern, ja. Im Übrigen zeige ich dir auch solche Übungen oder auch andere Übungen in unserem kostenlosen Workshop. Da kannst du dich einfach mal anmelden. Wie gesagt, ist komplett kostenfrei. Den halten wir regelmäßig ab und dort kannst du auch nochmal ganz spezielle Tipps und Tricks kennenlernen, auch verschiedene Übungen zu verschiedenen Sehproblemen. Und wie gesagt, das kann ich dir einfach nur empfehlen, wenn du Interesse hast, deine Sehkraft zu verbessern, dort einfach mal vorbeizuschauen. So ganz einfach kannst du deine Sehkraft verbessern. Wenn dir dieses Video hier gefallen hat, wenn dir diese Übung gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, auch gerne unterhalb nochmal stellen. Würde mich sehr freuen. Dann kann ich dir gerne beantworten. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.